Und schön, dass du hier bist. Ich wollte sagen, ich nehme mal den Tritt mal zur Seite. Ja. Selters. Gestern gab es staatlich Fachinger 19 Grad bei der Veranstaltung, wo ich war. Das ist das Wasser, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, das Wasser, das Helmut Kohl, ich wollte gar nicht zu Helmut Kohl so viel ausführen, der hatte immer an seinem Wagen, und sein Chauffeur hieß der Ecki, einen Kasten staatlich Fachinger 19 Grad, weil das beste Wasser für die gestressten Stimmbänder des Politikers ist. Staatlich Fachinger 19 Grad ohne Kohlensäure. Und auch das hier ist naturell, das ist schon mal sehr gut, auch wenn es kein staatlich Fachinger ist. Aber Selters, sehr schön, vielen Dank. Jetzt fehlt nur noch der Flaschenöffner. Nein, hier ist er. Es sieht nicht aus wie ein Flaschenöffner. Ich mache jetzt erstmal mein Wasser auf. Weil ich etwa eine Stunde zu euch reden will, ist das in Ordnung? Wahnsinnsbegrüßung. Wahnsinnsbegrüßung. Ich habe mich aber erst zu entschuldigen. Ich bin ja nun einer, der immer die Wiederbelebung der preußischen Tugenden fordert und auch predigt, weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir uns an diesen preußischen Tugenden in Zukunft wieder mehr in diesem Land orientieren sollten. Und dann komme ich über eine Stunde zu spät. Ich bin zu spät in Erfurt losgekommen. Manchmal gibt es Entscheidungen, die gefällt werden müssen, die dann irgendwie noch am Zeitkontingent zehren, aber die notwendig sind für die Fraktion, und da hat man ja nun die Hauptverantwortung für. Da sind wir losgefahren und natürlich Freitagnachmittag nicht nur ein Unwetter, das hatten wir auch noch zwischendurch, wo gar nichts mehr ging, sondern dann natürlich auch noch der Stau, und dann bin ich von der A44 runtergefahren, musste über Land fahren. Also eine Stunde Verspätung, ich entschuldige mich vielmals. Ich freue mich hier zu sein in Nordrhein-Westfalen. Ich freue mich natürlich besonders in Nordrhein-Westfalen zu sein, weil, wie ihr wisst, war das in den letzten Jahren aus Gründen, die ich jetzt hier nicht näher erläutern muss, für mich sehr, sehr schwer. Obwohl ich es gerne getan hätte, aber ich habe mich dann auch zurückgehalten, weil es da gab es Wünsche eines damals amtierenden Landesvorsitzenden, der mir mehr oder weniger deutlich gesagt hat: Björn, du bist hier nicht willkommen in Nordrhein-Westfalen. Und dann habe ich mich entsprechend daran gehalten. Ja, es ist gut, dass so einige Politikhasardeure und Glücksritter diese Partei verlassen haben. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als AfD Politiker brauchen, die aufrecht gehen, die den Mut zur Wahrheit nicht nur predigen, sondern auch leben, die vielleicht auch mal Ecken und Kanten haben und die sich von diesem Politikbetrieb, gerade wenn sie dann ein Mandat haben, und das ist schon eine Gefahr, dass man sich dann anpasst, nicht abschleifen lassen, weil nur mit solchen Politikern haben wir als AfD eine Zukunft, und nur mit solchen Politikern in der AfD hat unser geliebtes deutsches Vaterland eine Zukunft, und dafür kämpfen wir. Ein herzlicher Dank geht von meiner Seite natürlich an den Kreisverband Warendorf. Ich muss jetzt direkt mal fragen, ich bin doch schon im Ruhrgebiet. Einige sagen ja, einige sagen nein.
Das ist die Grenze, die Grenze. Ich kann mich noch an meine Schülerzeit erinnern und da haben wir über die Entwicklung der Industrialisierung gesprochen, dass die Zechen, dass die kohlefördernden Betriebe von Süden nach Norden gewandert sind, weil die Kohleflöze dann entsprechend runtergehen in die Landschaft. Und mir wurde, das kann mich noch, das hier das Gebiet? Na gut, aber ich will mich da. Also Ruhrgebiet oder nicht, also Nordrhein-Westfalen. Westfalen, wir sind in Westfalen. Das ist ja auch so eine Sache, Westfalen, ja. Aber jetzt will ich nicht historisch werden. Ich habe noch gar nicht mit meinem Redemanuskript angefangen. Nordrhein-Westfalen, das ist eins von diesen Bundesländern, die nach dem Zweiten Weltkrieg zusammengezimmert worden sind. Also kann ich davon ausgehen, dass es eine nordrhein-westfälische Identität eigentlich nicht gibt. Westfalen, das Land der roten Erde, richtig? Genau. Also, ich danke dem Kreisverband Warendorf für die Einladung. Ich danke dem Bezirksverband Münster ganz herzlich für die Einladung, der ich wirklich gerne, sehr, sehr gerne nachgekommen bin. Nochmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Einmal war ich schon in Nordrhein-Westfalen, das ist 2 Jahre her, und es gab damals schon einen sehr mutigen Kreisverband. Ich will ihn mal als den mutigsten Kreisverband in Nordrhein-Westfalen bezeichnen, auch wenn ich die anderen noch nicht so genau kenne, aber das wird sich hoffentlich in den nächsten Monaten und Jahren ändern. Ich möchte hier auch mal ganz herzlich den Kreisverband Paderborn grüßen. Und ich erinnere mich an euer Engagement, die Demonstration, die ihr in Paderborn gemacht habt. Und natürlich habe ich heute die AfD-Uhr des Kreisverbandes Paderborn an, um die Stunde auch ja nicht zu überschreiten. Die lege ich jetzt neben mich aufs Rednerpult. Also, herzlichen Dank, Paderborn. Ich begrüße natürlich auch in unser aller Namen die anwesenden Pressevertreter. Ich nehme an, dass ein paar da sind. Wir freuen uns über eine umfangreiche und sachliche, objektive, faire Berichterstattung. Herzlich willkommen. So, als ich mein Redemanuskript geschrieben habe, habe ich verschiedene Politikfehler ins Auge gefasst. Ich habe die Außenpolitik nicht thematisiert. Aber, weil die letzten Tage wirklich turbulent waren und ich glaube, nicht nur ich, sind ob der besorgniserregenden weltpolitischen Lage in permanenter Anspannung gewesen in den letzten Tagen, möchte ich zumindest 2, 3 Sätze zu dieser besorgniserregenden außenpolitischen, weltpolitischen Lage zum Besten geben. Liebe Freunde, es gibt tatsächlich Politiker, führende Politiker großer Industrienationen, die die Welt für einen mutmaßlichen Giftgasangriff an den Rande eines Krieges bringen. Die Betonung liegt auf mutmaßlichen Giftgasantrieb. Wenn jemand Giftgas einsetzt, dann ist das für mich ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit und als pervers abzulehnen. Aber wir wissen nicht, wer den letzten Giftgasangriff, wir wissen erstmal noch gar nicht, ob es tatsächlich ein Giftgasangriff war, also eine gezielte militärische Aktion. Noch weniger wissen wir, wer für diesen Giftgasangriff in Syrien vor ein paar Tagen die Verantwortung zu übernehmen hat. Wir wissen es schlicht nicht. Und ich sage auch in aller Deutlichkeit, wenn ich mir die Entwicklung des Syrienkrieges seit 2013 angucke, dann muss ich mich auch jetzt wieder fragen, nachdem dieser Krieg so langsam auszulaufen scheint und der Präsident Syriens, Assad, die Oberhand gewinnt, erfolgt ein Giftgasangriff. Ich frage mich, cui bono, wem nützt es? Wem nützt es? Dass Assad kein lupenreiner Demokrat ist, ja. Aber wer ist schon im Nahen Osten ein lupenreiner Demokrat? Aber Syrien war ein doch relativ wohlgeordneter Staat im Verhältnis zu anderen Staaten im Nahen Osten, mit einem relativ gut ausgebauten Sozialsystem und mit einer relativ friedlichen, trotz religiöser Vielfalt, friedlichen Bevölkerung. Das muss man einfach anerkennen. Das war kein Ort der Instabilität. Syrien war vor dem Syrienkrieg ein Ort der Stabilität.
Warum sollte jetzt dieser Regierungschef, die Medien, die Etablierten, die Altmedien würden sagen, dieser Machthaber, warum sollte er in dieser Phase jetzt Giftgas auf seine Frauen, auf seine Kinder, auf sein Volk werfen? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Und ich bekenne auch, seit irakische Soldaten in Kuwait Frühchen aus Brutkästen gerissen haben und auf die Straße geworfen haben. Wir wissen, dass das gelogen war. Ist mein Vertrauen in unsere westlichen Partner leider vollständig aufgebraucht, was solche Kriegsanlässe angeht. Liebe Freunde, Außenpolitik ist kein Computerspiel und Außenpolitik ist im Übrigen auch keine Ersatzhandlung für alte Männer, die vielleicht mittlerweile auf anderen Lebensbereichen, in anderen Lebensbereichen versagen. Ja? Außenpolitik bedeutet, wenn man der Führer, der politische Führer eines großen Staates, einer großen Industrienation ist, das bedeutet letztlich Verantwortung für die gesamte Menschheit zu übernehmen. Das ist Außenpolitik, liebe Freunde. Und das ist anscheinend nicht die Kragenweite, die uns heute beherrschen, und anders kann ich dieses Format nicht bezeichnen, Politikzwerge haben. Ja, es sind Politikzwerge. Und ich meine jetzt nicht nur vielleicht den amerikanischen Präsidenten, der hier nach Wildwestmanier verfährt, warum auch immer, sondern auch die anderen Führer der westlichen Staaten sind für mich als Politikzwerge zu bezeichnen. Das sind doch keine Staatsmänner, die mit Augenmaß und weiter Voraussicht ihre außenpolitische Zielsetzung entsprechend ins Auge fassen. Und versteht mich bitte nicht falsch. Natürlich haben Staaten Interessen und ich verstehe auch, dass die USA ihre Interessen haben und dass sie sie durchsetzen. Ich beklage allerdings die Wahl der Mittel, die die USA einsetzen, wenn sie ihre Interessen manchmal durchsetzen. Und ich glaube, ich artikuliere eine Selbstverständlichkeit, wenn ich sage, dass durch die Interventionspolitik der USA im Namen von Demokratie und Menschenrechten die Welt seit 1945 eben nicht stabiler und sicherer und friedlicher geworden ist, sondern im Gegenteil, instabiler und unfriedlicher ist sie geworden und unsicherer. Ja, Interessen muss man definieren und daran mangelt es unserer politischen Führung. Wir setzen unsere natürlich in Anführungszeichen. Interessen muss jeder Staat definieren. Wir müssen auch wieder deutsche Interessen definieren. Wir müssen sie dann transparent machen und selbstverständlich müssen wir sie im Ausgleich und in Kooperation und im Aushandeln mit den anderen freien Staaten dieser Welt auch durchsetzen. Was denn sonst? Und wir müssen erkennen, dass die Interessen Deutschlands, die Interessen Kontinentaleuropas, ich will es mal so nennen, Deutschland als zentrales Land in der Mitte Europas, dass die kontinentaleuropäische Interessenlage eine andere Interessenlage ist als die transatlantische Interessenlage. Liebe Freunde, zwischen uns und den USA liegt ein Weltmeer mit mehreren tausend Kilometern Ausdehnung. Aber zwischen uns und der russischen Grenze, da haben wir einen Landweg von wenigen hundert Kilometern. Und deswegen brauchen wir eine Lösung aus diesem elendigen Vasallentum gegenüber den westlichen Führungsmächten. Damit werden wir als deutsches Volk keine Zukunft haben. Briten, Franzosen, das sind unsere europäischen Partner. Und wir müssen auch ein neues Europa bauen, wobei klar ist, dass das, was sich im Augenblick Europa schimpft, nämlich die EU, nicht das wahre Europa ist. Das sieht ganz anders aus.
Aber wir müssen erkennen, dass wir eigene Interessen haben. Und wir müssen uns wieder rückbesinnen auf einen der letzten großen Staatsmänner. Unser Volk ist leider relativ arm an großen Politikern. Andere Nationen, gerade die Franzosen und so weiter, hatten bedeutendere Staatsmänner. Das muss man neidlos anerkennen. Wir sind vielleicht als Volk zu unpolitisch. Das mag so sein, aber das will ich jetzt nicht weiter ausführen. Wir müssen uns wieder auf die Lehre und auf den Geist eines der letzten großen deutschen Staatsmänner zurückbesinnen. Und dieser große Staatsmann heißt Otto von Bismarck. Ja, liebe Freunde, wir müssen uns an seinen Ideen, an seinen Erfahrungen erinnern und wir müssen einen Neo-Bismarckismus in die deutsche Außenpolitik einspeisen, die von der klaren Analyse ausgeht, dass ein dauerhafter Frieden in Europa niemals gegen, sondern nur mit Russland möglich ist. Liebe Freunde, jetzt habe ich schon wieder viel länger geredet zur Außenpolitik, als ich wollte. Aber das ist ja nun wirklich ein wichtiges Thema. Und klar ist auch, wenn ich jetzt andere politische Felder betrete, die notwendigerweise betreten werden müssen, weil das Politikerhandeln in diesen Politikfeldern auch über die Zukunft dieses Landes entscheidet, wir natürlich wissen, dass wenn die Akteure in diesem globalen Spiel in dieser Zeit diese Welt in einen Krieg hineinziehen, dieses Land wahrscheinlich zum Schlachtfeld werden wird. Und dass wir dann über nichts mehr reden müssen, was Energiepolitik, was Einwanderungspolitik, was andere Politikansätze angeht. Das ist uns klar. Das soll als Vorwort und als Einordnung aber noch in den Raum gestellt werden. Liebe Freunde, der ein oder andere von euch weiß es, ich bin ganz in der Nähe hier geboren worden. Vor 46 Jahren, nämlich in einer Stadt, die leider vor einigen Monaten rühmliche Bekanntheit erlangte, nämlich durch einen Messerangriff, durch eine Messerattacke, durch eine tödliche Messerattacke. Ich meine Lünen. Ich habe nur 3 Jahre meines Lebens in Lünen verbracht, dann ist mein Vater ins Rheinland gewechselt beruflich, aber ich habe danach noch sehr, sehr oft meine Großeltern in Lünenhorst mal besucht, wo sie eine große Gärtnerei hatten. Die gibt es mittlerweile nicht mehr, da sind jetzt Häuser drauf gebaut auf dem Grundstück. Und ich kann mich noch sehr, sehr gut an Lünen und ich kann mich auch sehr gut noch an Dortmund in den 70er und 80er Jahren erinnern. Ich habe noch sehr intensive Vorstellungen davon. Und Dortmund war damals die Stadt der Brauereien. Also Dortmund war die berühmteste Pilzstadt. Prost, ja? Ist das denn Dortmunder Bier? Krombacher. Oh. Was gibt es da noch für Dortmunder Brauereien? Da müssen wir uns nachher mal drüber unterhalten. Ich bin der bekennende Biertrinker. Also, den Biertrinkern auch mal ein Prosit in die Runde. Ja, damals war Dortmund noch eine berühmte Brauereistadt und es gab im Ruhrgebiet noch jede Menge Zechen und stahlerzeugende Betriebe. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern an diese grau-gelb-braun eingefärbten Zechenhäuser. Die sahen damals ganz anders aus als heute. Ja, mittlerweile lohnt es sich ja auch wieder, seine Hausfassade im Ruhrgebiet, auch wenn ich hier nicht im Ruhrgebiet bin, am Rande des Ruhrgebietes, aber die Luft kennt ja keine Grenzen. Mittlerweile lohnt es sich ja wieder, die Hausfassade im Ruhrgebiet zu streichen. Ja. Ursache ist natürlich das Zechensterben, das nennt man heute euphemistisch den großen Strukturwandel des Ruhrgebietes. Also die Luft im Ruhrgebiet ist sicherlich wesentlich besser geworden in den letzten Jahren. Aber sonst, liebe Freunde, ist im Ruhrgebiet, ist in Westfalen, ist in Nordrhein-Westfalen und ist in Deutschland vor allen Dingen vieles in diesem Lande sehr, sehr, sehr viel schlechter geworden. Und das, was schlechter geworden ist, liebe Freunde, und ich muss gerade an eine als dümmlich zu bezeichnende, anders kann ich es nicht sagen, an eine dümmlich zu bezeichnende Aussage von Wolfgang Schäuble denken, die er vor ein paar Tagen getätigt hat, nämlich, dass die Islamisierung dieses Landes ein geschichtlicher Prozess sei, den man nicht aufhalten könnte. Was hat er dem Tenor nachgesagt, der Wolfgang Schäuble?
Er hat ja schon viel Unfug in den letzten Jahren gesagt. Damit hat er tatsächlich wieder, hat er mal wieder seine Spitzenklasse gezeigt als verantwortungsloser Altparteienpolitiker. Der Niedergang dieses Landes, liebe Freunde, ist kein natürlicher Geschichtsprozess. Der Niedergang dieses Landes Politik kann gestaltet werden. Politik kann gestaltet werden, sonst könnten wir die Arbeit einstellen. Davon bin ich überzeugt. Nein, liebe Freunde, der Niedergang. Bitte. Jetzt muss ich doch nochmal Pause machen. Also, jetzt hebe ich aber mein Glas nochmal. Mit Sauerländer Bier, aber das ist auch ganz gut. Prost, liebe Freunde. Schön, dass ihr da seid. So, ich stelle das Glas aber jetzt zu meinen Füßen ab, weil es gab in den letzten Wochen und Monaten wiederholt Bilder von Höcke am Rednerpult mit einem Bierglas. Ja, ich sage, ich bin bekennender Biertrinker, aber ich kann Arbeit und Vergnügen trennen. Politik ist ja nur Vergnügen, ist ja keine Arbeit. Und ja, ich sag mal, bei Aschermittwochsveranstaltungen und bei zünftigen Veranstaltungen in Gaststätten, warum nicht mal bei einer zünftigen Rede auch mal ein Glas Bier heben, nicht wahr? Also, der Niedergang dieses Landes, der uns allen vor Augen steht, der ist menschengemacht, der ist das Ergebnis des völligen Versagens der Altparteienpolitiker in den letzten Jahrzehnten in und auf den zentralen Politikfeldern, die über die Zukunft dieses Landes und unseres Volkes entscheiden. Und der Umbau, nein, nicht der Umbau, der Abriss dieses Landes, anders kann man es ja nicht sagen. Und der Abriss dieses Landes, der begann ja nicht mit dem 4. September 2015, sondern der begann eigentlich schon vor 50 Jahren, wenn man es genauer analysieren möchte. Und ein sichtbares Ergebnis dieses vor 50 Jahren begonnenen Umbaus, das kann man wunderbar studieren, wenn man von Thüringen über die A44 Richtung Ruhrgebiet fährt. Da kann man sehr viel studieren, was den Zustand dieses Landes angeht. Und man fährt mit offenen Augen über diese Autobahn und man sieht keine freie Fläche mehr. Sei es Autobahnbrücken, sei es Straßenschilder, sei es Feldscheunen, die nicht von Graffiti-Sprayern angemalt worden sind. Die Papierkörper auf den Rastplätzen sind grundsätzlich beschmiert oder gar ganz runtergetreten und die Kinderspielplätze, die wenigen und kleinen Kinderspielplätze auf diesen Raststätten sind grundsätzlich kippenübersät. Und dieser selbstverständliche, in Anführungszeichen, Zugriff auf fremdes Eigentum, also wenn einer sich einfach die Fläche einer Wand, einer Feldscheune zu eigen macht und da seine merkwürdigen Sprühfantasien auslebt, das ist so ein Zugriff auf fremdes Eigentum. Diese Verwahrlosung des öffentlichen Raums ist das Ergebnis der 68er Kulturrevolte, die den Bruch mit jeglicher Autorität forderte, auch mit natürlichen Autoritäten, die notwendig sind, damit etwas vorangetrieben wird. Ich war 15 Jahre lang Lehrer. Dass wir dem Lehrer die Autorität genommen haben, die natürliche Autorität, die gute Autorität. Denn ohne die Führung durch den Lehrer, durch den Pädagogen, Pädagogos, Knabenführer, ohne die positive Führung durch den Lehrer, ist kein Bildungsprozess an unseren Schulen vorstellbar. Aber man wollte sämtliche Autoritäten schleifen, auch die Nutzbringenden, auch die Positiven. Und man forderte die Schleifung nicht nur der positiven Autoritäten, sondern man forderte und man setzte durch die Schleifung eines unseren Staat tragenden, gemeinschaftsorientierten Werte, Sitten und Normengefüges. Indem man alles, was irgendwie nach Wir, nach Ganzheit, nach Gemeinschaft roch, unter Faschismusverdacht stellte.
Man predigte Emanzipation, liebe Freunde, und keiner hat etwas gegen eine gesunde Emanzipation. Man predigte Emanzipation, kippte aber das Kind mit dem Bade aus und ließ radikal befreite Einzelne in einer grundsätzlichen Orientierungslosigkeit zurück. Der Mensch, liebe Freunde, und das ist eine Aussage von meinem leider vor kurzem verstorbenen alten Freund, der ein oder andere von Ihnen kennt ihn, Heiner Hofsommer, der Mensch aber ist auf Orientierung angelegt. Der Mensch braucht Orientierung. Und man versündigt sich an einem jungen Menschen, ich sage das als Familienvater, als vierfacher Familienvater, und ich sage als Lehrer mit 15-jähriger Berufserfahrung, man versündigt sich an Kindern und Jugendlichen, wenn man ihnen die so notwendige Orientierung vorenthält. Und diese radikal emanzipierten, diese radikal befreiten Individuen, die keinen Halt mehr haben, die keine Orientierung mehr haben, ja, die versuchen dann irgendwie Aufmerksamkeit zu erreichen, um doch nochmal wahrgenommen zu werden. Und das ist für mich die Interpretation von Graffiti-Schmierereien. Sie sind nichts anderes als ein Schrei nach Aufmerksamkeit der Orientierungslosen in diesem Lande, die auf das Konto der 68er und ihrer Nachkommen gehen. Und die Entgrenzung des Individuums, die Entgrenzung, die totale Entgrenzung des Individuums ist ein schlimmer Irrweg, der unseren Staat schwer geschädigt hat. Und wenn ich jetzt den entgrenzten Individualismus kritisiere, dann versteht mich natürlich bitte nicht falsch, ich predige jetzt hier nicht einem neuen lebenden Kollektivismus das Wort. Natürlich brauchen wir freie, selbstbestimmte Individuen. Aber es ist klar, dass junge Menschen, von denen rede ich, erst einmal Orientierung brauchen, bevor sie dann zu selbstbestimmten und im Laufe ihrer Werdung, ihrer Erwachsenenwerdung natürlich zu immer selbstbestimmteren Menschen werden können. Aber zunächst einmal müssen sie in eine tradierte Kultur hineinleben und hineinwachsen dürfen. Und sie dürfen dann irgendwann auch diese tradierte Kultur kritisieren, selbstverständlich. Aber sie brauchen den Halt und die Orientierung, liebe Freunde. Das sind wir unseren Kindern in den Schulen in diesem Lande schuldig. Und wir sind unserem Land noch etwas anderes schuldig. Wir, und das ist ein Auftrag, den ich für die AfD vor allen Dingen sehe, wir müssen diesem Land ein neues deutsches Wir-Bewusstsein ermöglichen. Unsere politische Elite, Pseudo-Elite. Unsere politische Pseudo-Elite, es verbietet sich, mit Blick auf diese Herrschaften von Elite zu reden, wobei ich der festen Überzeugung bin, dass ein Staat eine funktionierende Elite braucht. Ohne Elite geht es nicht. Aber es kommt darauf an, wie man die Bestenauslese betreibt. Und ich werde nachher noch was dazu sagen. Das, was wir im Augenblick in den hohen politischen Positionen dieses Landes haben, ist mit Sicherheit keine Bestenauslese, sondern eine krasse Negativauslese. Diese Pseudo-Elite ist genauso orientierungslos wie die meisten Menschen in diesem Land. Sie haben keinen Respekt mehr vor dem Gewordenen. Sie wissen nicht mehr, wie lange es braucht, bis ein Staat ein Fundament erzeugen kann. Das ist nämlich nicht das Werk einer Generation, das ist das Werk von vielen, vielen Generationen. Sie sind ahnungslos, die einen, und sie sind ideologisch verbohrt, die anderen. Aber allen ist eins gemeinsam: Ihnen fehlt völlig das, was ich historisches Tiefenbewusstsein nenne. Und dazu kommt dann noch eine allgemein verbreitete politische Naivität, über die ich jetzt nicht weiter ausführen will. Und diese Bindungslosigkeit unserer Parteifunktionäre, ich möchte lieber von Apparatschik sprechen, unserer politischen Pseudo-Elite, die führt zu einem Machbarkeitswahn, wie er bei Ideologen weit verbreitet ist oder wie er für Ideologen typisch ist. Und in der Folge haben wir alle, die wir hier sitzen und dieses Volk, ja, zu leiden. Wir haben zu leiden an großen Ideologieprojekten, die in den letzten Jahren initiiert worden sind und die brachial durchgeprügelt werden. Ich will über diese drei Ideologieprojekte ausführen. Liebe Freunde, ich bin jetzt im Geiste wieder auf der A44.
Ich bin gerade vor 2 Wochen aus privaten Gründen mal die A44 entlang gefahren. Ich wusste, dass ich dann 2 Wochen später bei euch sein werde und habe mir dann schon so ein paar Gedanken gemacht. Das ist ja normal, wenn man mit offenen Augen als Politiker durch dieses Land fährt. Und ich bin jetzt gerade mal wieder auf der A44 unterwegs. Ich fahre an Quadratkilometer großen Windenergiefeldern vorbei. Ja, mir blutet das Herz, wenn ich sehe, wie unsere wunderbare naturnahe Kulturlandschaft systematisch zerstört wird, liebe Freunde. Und Heimatliebe, das ist ein wichtiger Begriff. Heimat ist ein wichtiger Begriff. Ich bin übrigens nächste Woche, Anfang nächster Woche, mal wieder in einer kleinen Talksendung, nicht in den großen Formaten, die laden mich nicht mehr ein. Weiß auch nicht, ob ich da hingehen würde, weil die Quasselrunden, das bringt ja nichts. Aber es gibt im MDR eine Sendung, die heißt Fakt ist, und da war ich schon mal vor einem Jahr, da haben wir über den Islam geredet. Das war eine faire Veranstaltung, das muss ich auch mal sagen. Man durfte ausreden, die Fragen waren offen gestellt und deswegen bin ich am Montag mal wieder bei einer MDR-Talksendung. Das Thema ist Heimat. Heimat. Und es gibt eine Rückbesinnung auf die Heimat. Immer mehr Menschen sehen sich nach Heimat. Ich will jetzt nicht über die Heimat weiter ausführen, aber ich spüre eine ganz tiefe Heimatliebe in mir. Und diese Heimatliebe hat auch viel zu tun mit der Verbundenheit zu einer Landschaft. Für mich ist es vor allen Dingen diese wunderschöne waldbewachsene Mittelgebirgslandschaft, die wir in Thüringen haben. Und man möchte für diese Landschaft, in die man hineingeboren wird, die möchte man erhalten, die möchte man bewahren. Für diese Landschaft möchte man auch Verantwortung übernehmen. Und wenn ich sehe, wie diese wunderschöne Landschaft so systematisch zerstört wird, dann habe ich manchmal das Gefühl, dass man über das Medium Naturzerstörung unsere Heimatverbundenheit, unsere Heimatliebe zerstören will. Ich will jetzt gar nicht, mein Freund Christian Blex hat auch schon eine Rede gehalten, ist unser Energiewende-Experte. Ich will gar nicht auf die Verästelung der sogenannten Energiewende zu sprechen kommen. Ich will nicht über die Tausenden von erschlagenen Raubvögeln und Fledermäuse reden. Ich will nicht über Schlagschatten und Infraschall reden. Ich will nur mal ganz kurz, ich hoffe, du hast es nicht getan, Christian, wo ist er? Du hast es nicht getan in deinen Ausführungen vor meiner Rede. Du hast über Syrien geredet, ja, das ist auch ein interessantes Thema. Ich will nur mal ganz kurz auf die Zahlen, was das CO2 geht, zu sprechen kommen. Auf den Zahlen, auf denen dieser CO2-Wahn und damit dieser Energiewende-Wahn ja fußen. Der CO2-Anteil in der Luft beträgt 0,038%. Und davon produziert die Natur 96% und der Mensch 4%. Der Anteil Deutschlands an diesen 4% beträgt 3,1%. Das sind etwa 0,005% des weltweiten CO2-Vorkommens. Und dieser aber witzig niedrige Anteil an der deutschen Erzeugung von CO2 soll mit Kosten noch weiter gesenkt werden, die einem wirklich den Schlaf rauben. Liebe Freunde, mit Kosten, die nicht mehr kalkulierbar sind und die unsere Volkswirtschaft langfristig tatsächlich, auch weil diese Energiewende, diese sogenannte Energiewende mit unserer Energiesicherheit als Hochtechnologieland spielt, nicht kalkulierbar sind. Über 300.000 Stromkunden sind im letzten Jahr schon von Stromsperren betroffen gewesen, weil sie ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen konnten. Über 300.000 Menschen in diesem Lande. Und was es bedeutet, gerade wenn man als Hartz-IV-Empfänger mit Kindern im Haus keinen Strom hat, die Heizung läuft auch mit Strom, und man sitzt in einer kalten Wohnung, das kann sich wohl jeder vorstellen. Und die Strompreise sind aufgrund dieser Energiewende doppelt so hoch mittlerweile wie im Nachbarland Frankreich. Und die Kosten für diese sogenannte Energiewende, von der Naturzerstörung abgesehen, belaufen sich auf 25 bis 30 Milliarden Euro. Und mittelfristig werden wir Kosten von etwa 1 Billion Euro für die Energiewende als Volkswirtschaft aufwenden. Billion, 1 Billion Euro. 1 Billion Euro, 1000 Milliarden. Christian, du kannst die Zahlen sicherlich so bestätigen. Er nickt. Nein, das wollen wir nicht schaffen. Ich sitze ja in vielen Runden mit Altparteienpolitikern zusammen und ich sitze auch bei Lobbyveranstaltungen, bei parlamentarischen Abenden. Die Herrschaften von den Altparteien sind sicher einig bei der Energiewende.
Und die Energiewirtschaft ist sich mittlerweile mit den Altparteienpolitikern auch einig. Und ich höre dann immer mal wieder, ja, wenn die AfD in der Regierung ist, ihr könnt das dann auch nicht mehr ändern. Doch. Doch. Dann werden wir natürlich unter Einhaltung aller Verträge und der Gebote und Rechtssicherheit in einem dann wieder funktionierenden Rechtsstaat die Subventionen beenden. Und dann möge sich jeder sein Solarfeld und sein Windrad bauen, aber er kriegt keine Staatsknete bzw. keine von den Stromkunden teuer bezahlten Entgelte mehr zur Verfügung gestellt für seine Landschaftsverschandelung. So, ich bin den Gedanken jetzt wieder. Jetzt geht's zum zweiten Ideologieprojekt. Könnt ihr noch? Ich bin den Gedanken wieder auf der A44 unterwegs. Und jetzt habe ich Kaffeedurst. Dann fahre ich an die Raststätte und gehe an die Theke und bestelle einen Becher Kaffee. Und dafür bezahle ich 3,60 Euro. 3,60 Euro für einen Becher Kaffee. Ich bin ein höflicher Mann, auch wenn die Medien mich anders dargestellt haben in der Vergangenheit. Und die nette Dame, die mir den Kaffee bringt und verkauft, kann nichts dafür. Aber ich wäre wahrscheinlich in schallendes Gelächter ausgebrochen, wenn ich Ende 2001, das war die Endphase der deutschen Mark, wenn ich Ende 2001 in eben diese Raststätte gegangen wäre und einen Becher Kaffee für 7,20 Mark erworben hätte. Ich weiß, im Westen sind die Lohngefüge noch andere, aber wisst ihr, was ein Bauarbeiter in Thüringen verdient, der 40 Stunden einen knochenharten Job machen muss? 40 Stunden? Der geht mit 1.500 Euro netto nach Hause. 1.500 Euro netto. Das ist ja das ein Skandal. Und das ist auch das Ergebnis des Totalversagens der Altparteien, des kollektiven Totalversagens der Altparteien im Bereich der Lohnpolitik und der Sozialpolitik. Denn die Altparteien sind dafür verantwortlich, dass aus dieser Bundesrepublik Deutschland in den letzten 20 Jahren das größte Niedriglohnland Europas gemacht worden ist. Das ist übrigens auch der Grund dafür, die niedrigen Löhne, warum wir nicht entsprechend Rentenbeiträge abführen können und deswegen wir und immer mehr Menschen in diesem Lande von schlimmer Altersarmut bedroht sind. Das hat etwas mit den niedrigen Löhnen zu tun und an das Thema müssen wir ran. Aber ich will jetzt, gar nicht auf den Kaufkraftverlust dieser Euro-Währung zu sprechen kommen. Wir wissen, dass dieser Kaufkraftverlust gewaltig ist. Geht mal zum Bäcker und kauft mal 10 Brötchen. Das sind ja gar keine Brötchen mehr, das sind ja nur noch Rohlinge, die in China hergestellt werden, die dann mit dem Schiff, Schwefeloxidausstoß, denke ich jetzt gerade dran, Dieseldebatte, mit dem Schiff nach Deutschland gebracht werden und hier in einem Backshop, in den Ofen geschoben werden, um zur Explosion gebracht zu werden. Wenn man die dann aufsticht, dann macht es pfff. Ja, ein Brötchen, 50 Cent, das war mal eine Mark, 50 Cent. Das ist verrückt, also gerade die Preise in der Bäckerei sind der Wahnsinn. Ich möchte aber, wie gesagt, gar nicht auf diese schlimme Entwicklung im Bereich des Lohngefüges zu sprechen kommen, sondern ich will nur mal ganz kurz die Kosten dieses Ideologieprojekt Euro, und er ist als Ideologieprojekt anzusprechen, in Erinnerung rufen, die schon angefallen sind oder die mit höchster Wahrscheinlichkeit anfallen werden. Die Summe der deutschen Bürgschaften im Rahmen der sogenannten Euro-Rettungspolitik beziffert nach Professor Hans-Werner Sinn, ein Experte auf dem Gebiet, 600 Milliarden Euro. Summe der Zinsverluste durch die Niedrigzinspolitik der EZB, mit der sie angeblich den Euro retten will, seit 2010, ich habe diesen Zeitraum von 2010 bis 2017 gewählt, nach Angaben der DZ-Bank 436 Milliarden Euro für den deutschen Sparer. 436 Milliarden. Und dann soll man privat für seine Rente vorsorgen, kriegt aber keine Zinsen mehr. Und wenn wir jetzt mal großzügig sind und
auch akzeptieren und natürlich auch wahrnehmen, dass der Häuslebauer günstige Zinskonditionen gekriegt hat in den letzten Jahren, um Eigentum zu erwerben, dann haben wir trotzdem immer noch 248 Milliarden Zinsverluste durch die Niedrigzinspolitik der EZB. Und die Target-2-Salden Ende 2017 beliefen sich auf über 900, genau auf 907 Milliarden Euro. Das heißt, wir haben unsere chemischen Erzeugnisse, wir haben unsere Maschinen, wir haben unsere noch hochwertigen Autos, auch wenn die Altparteien gerade dabei sind, unsere Autoindustrie das Chaos zu machen und unsere Industrie das Rückgrat zu brechen. Für ein paar digitale Zahlen in einem Verrechnungssystem exportiert, ohne dass wir entsprechende Importe aus den Ländern für uns haben nutzbar machen können, in die wir exportierten, also vor allen Dingen die südeuropäischen Länder. Und wir wissen alle, dass diese 907 Milliarden Euro nie wieder zurückbezahlt werden bzw. ausgeglichen werden mit wirklichen Werten. Das Geld können und werden wir abschreiben müssen. 907 Milliarden Euro. Und wenn ich jetzt mal die Gesamtsumme ziehe, dann komme ich die angefallenen Kosten und die Kosten, die wahrscheinlich, aller wahrscheinlich nach anfallen werden, auf eine Gesamtsumme von 1,7 Billionen Euro. 1,7 Billionen Euro. Die gesamte explizite Staatsverschuldung der Bundesrepublik Deutschland, die implizite ist dreifach so hoch, aber die explizite ist etwa 2 Billionen Euro hoch. So, jetzt nehme ich das wertvolle Getränk. Ich bin zum letzten Mal jetzt in Gedanken auf der A44, in der Raststätte auf der A44. Jetzt nehme ich dieses wertvolle Getränk und suche mir einen freien Tisch. Ich gucke mich um. Ich sehe Menschen aus aller Herren Länder. Und ich höre Sprachen aus aller Herren Länder. Nur eine Sprache höre ich in einer Raststätte in der Mitte Deutschlands nicht, weil ich wahrscheinlich der Einzige bin, der sie spricht und ich nicht zu Selbstgesprächen neige, nämlich die deutsche Sprache. Und das ist das größte und leider wahrscheinlich trifft dieser Begriff dann auch mal nachhaltigste Ideologieprojekt des Altparteienkartells, das ist das Ideologieprojekt namens Multikulturalisierung. Und dieses größte Ideologieprojekt, das begann nicht mit dem 4. September 2015, sondern das begann hier in Westdeutschland schon Mitte bzw. Anfang der 60er Jahre. Anwerbeabkommen mit der Türkei, aus was für Gründen auch immer. Deutschland war übrigens schon aufgebaut, das haben nicht die Türken gemacht. Das muss auch mal festgestellt werden. Ja? Und statistisch gesehen ging die Einwanderung auch in Westdeutschland seit den 70er Jahren direkt in unsere Sozialsysteme. Also, wie gesagt, die Plünderung des Sozialstaates, von was anderem können wir hier nicht reden, begann nicht mit dem 4. September 2015. Und die sich damit auskennen, hat das Ergebnis nicht gewundert. Gott sei Dank haben wir jetzt eine Bundestagsfraktion und die hat vor kurzem eine kleine Anfrage gestartet und die Antwort weist folgende Zahlen auf. Zwischen 2010 und 2017 hat dieser deutsche Staat für ausländische Kinder im Ausland insgesamt 350 Millionen Euro gezahlt. Das ist eine Verzehnfachung des Wertes der Zahlen von 2010. Damals waren es 35 Millionen, 2017 sind es über 350 Millionen, liebe Freunde. Die Stadt Köln bezahlt, wie man gerade hört, für eine sechsköpfige irakische Familie 6.720 Euro Miete im Monat. Und das Land NRW brachte 2017 für 52.000 abgelehnte, aber aus welchen Gründen auch nicht abgeschobenen bzw. geduldeten ehemaligen Asylbewerbern, die gigantische Summe von 940 Millionen Euro auf. Die Gesamtkosten für die illegale Einwanderung, die lag nach Berechnung des Instituts der deutschen Wirtschaft für 2017 bei über 50 Milliarden Euro.
Und jetzt wollen wir diese Zahlen mal mit den Budgets der anderen Fachressorts im Bund vergleichen. Bundesministerium für Verkehr, 27,9 Milliarden. Bundesministerium für Bildung und Forschung, vielleicht kein ganz unwichtiges Ressort, 17,6 Milliarden. Bundesministerium für Familien, Frauen, Senioren und Jugend, ja, die fallen ganz hinten runter, aber das wundert uns bei der Ausrichtung der Allparteienpolitik nicht, 9,5 Milliarden Euro. Ja, Leute, so geht Zukunftsverhinderungspolitik, so geht eine inländerfeindliche Politik. Und mit dieser irrwitzigen Politikausrichtung muss in Deutschland Schluss sein. Und imposant sind auch die Zahlen für das Hartz-IV-System. Die will ich unbedingt noch kurz darstellen. Wir wissen, nach 15 Monaten, wenn dann der Asylbewerber aus dem kommunalen Versorgungsbereich herausfällt, dann wird er dem deutschen Hartz-IV-Empfänger gleichgestellt. Und das ist dem deutschen Staat vollkommen egal, ob dieser deutsche Hartz-IV-Empfänger vielleicht 30 Jahre hart gearbeitet hat, immer pünktlich seine Steuern, seine Rentenbeiträge abgeführt hat und vielleicht unverschuldet in Arbeitslosigkeit geraten ist. Der wird mit dem gleichgestellt, der illegal. Und die Menschen, die seit dem 4. September 2015 in unser Land gekommen sind, sind illegal in unser Land gekommen. Und deswegen bin ich meinem Freund Alexander Gauland auch so dankbar, dass er in seiner Erwiderung auf die Regierungserklärung dieser Frau Merkel nochmal auf ein wichtiges zentrales Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz vom Februar 2017 hingewiesen hat. Dieses hohe deutsche Gericht hatte den Aufenthaltsstatus eines Gambiers oder die illegale Einreise eines Gambiers zu bewerten und kam zu dem Ergebnis, dass das Ganze wohl illegal gewesen sei. Aber, Zitat, OLG Koblenz, Februar 2017, die rechtsstaatliche Ordnung in der Bundesrepublik ist in diesem Bereich, gemeint ist die Einwanderung, jedoch seit 1,5 Jahren außer Kraft gesetzt. Zitat Ende. Liebe Freunde, wir leben in diesem Augenblick nicht mehr in einem vollumfänglich funktionierenden Rechtsstaat und wir werden regiert von einer Rechtsbrecherin. Das ist meine feste Überzeugung. Ja, Merkel muss wirklich weg, das stimmt. Also nach 15 Monaten geht dann ein illegaler Ausländer, illegal eingereister Ausländer ins Hartz-IV-System, wenn er keine Arbeit bekommt, das bekommt er ja meistens aufgrund seines Qualifikationsniveaus nicht. 2011 lag der Ausländeranteil im Hartz-IV-System bei 19%. Im Mai 2016 waren es bereits 25%. Im Juni 2017 stieg der Anteil auf 31,1%. Im Januar 2018 lag er bei 33%. Über 2 Millionen Ausländer in Deutschland waren Hartz-IV-Empfänger. Und wenn der Familiennachzug kommt und wenn die Einwanderungsdynamik so anhält, dann werden wir im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr den absurden Zustand haben. Und anders kann man es nicht bezeichnen, dass aus dem deutschen Hartz-IV-System mehr Ausländer alimentiert werden als bedürftige Deutsche. Und das ist tatsächlich ein Skandal. Und liebe Freunde, das hat nichts mit einem unabwendbaren Geschichtslauf zu tun. Das hat nichts damit zu tun, dass man als Mensch vor vollendete Tatsachen gestellt wird und tatsächlich nichts ändern kann. Das ist kein Meteoriteneinschlag, kein politischer. Das ist Politik, die von Menschen gemacht wird und von Menschen zu verantworten ist. Und ich kann euch sagen, es gibt kein internationales Recht, das einem souveränen Land vorschreiben könnte, wen es aus seinem Sozialhilfesystem alimentiert und wen nicht. Das Recht gibt es nicht. Und wenn wir sagen, es gibt nur Kindergeld für deutsche Staatsangehörige, dann gibt es nur Kindergeld für deutsche Staatsangehörige. Und das wäre das Normalste der Welt.
Die Politik der offenen Grenzen, die von Merkel exekutiert wird und von allen Altparteien gut geheißen wird, ist ganz klar rechtswidrig in meinen Augen, ganz klar rechtswidrig. Und sie verstößt vor allen Dingen gegen Artikel 20 des Grundgesetzes, da steht nämlich drin, ich glaube es ist Absatz 3, dass alle staatliche Gewalt, vor allen Dingen die Exekutive, an Recht und Gesetz gebunden sind und Recht und Gesetz zu exekutieren haben. Und in Artikel 20 steht noch etwas anderes drin. Es geht nicht nur darum, dass man Recht nicht exekutiert in diesem Land, das kein Rechtsstaat mehr ist. Das ist, wie gesagt, schon ein Sonderbefund, der in der Welt, jedenfalls in der Familie der Rechtsstaaten, einzigartig sein dürfte, sondern man kehrt sich in meinen Augen auch ganz bewusst gegen Forderungen des Grundgesetzes. Im Grundgesetz steht klipp und klar, und ich glaube, es ist auch Artikel 20, dieser Staat, die Bundesrepublik Deutschland, muss Sozialstaat sein. Muss Sozialstaat sein. Wenn man aber unsere, und das tun die Altparteienpolitiker, wenn man unsere Sozialsysteme, die das Werk so vieler Generationen sind, zur Plünderung freigibt, dann löst man diesen Sozialstaat auf, liebe Freunde. Die Politik der Altparteien ist klar verfassungswidrig. Was denn sonst? Die Gesamtsumme für die illegale Einwanderung bis 2018, wenn wir von 2 Millionen ausgehen, die auch längerfristig im Land bleiben, müssen wir nach Professor Bernd Rafelhüschen, Finanzwissenschaftler der Uni Freiburg, mit etwa 900 Milliarden Euro angeben. Der Zerfall der inneren Sicherheit ist dann natürlich noch nicht eingespeist. Der Zerfall unseres Bildungswesens ist dann natürlich noch nicht eingespeist. Es geht jetzt nur mal um nackte Zahlen. Ich rechne jetzt nur mal. In Euros, leider. Ja, 900 Milliarden Euro. Und an dieser Stelle sei mir ein kleiner Exkurs gestattet. Ich möchte ganz kurz darauf hinweisen, was es bedeutet, wenn man so eine Einwanderungsdynamik zulässt. Und zwar, was es bedeutet für eine bisher noch funktionierende Volkswirtschaft. Und ich beziehe mich hier auf Untersuchungsergebnisse des bekannten Harvard-Soziologen Robert Putnam. Der ein oder andere von euch hat den Namen sicherlich schon gehört. Robert Putnam hat schon vor vielen Jahren den Begriff des sozialen Kapitals geprägt. Und er hat große Untersuchungen in Nordamerika, in den USA durchgeführt und die Auswirkung von Einwanderung auf Gemeinschaften, auf Gesellschaften untersucht. Und er hat beunruhigende Ergebnisse vorgelegt. Je größer der Einwandereranteil in einer Gemeinde, desto geringer ist das Vertrauen zwischen Zugewanderten und Einheimischen. Und noch besorgniserregender ist, nicht nur das Vertrauen zwischen Eingewanderten und Einheimischen sinkt allmählich mit Zunahme der Einwanderung ab, sondern auch die Vertrauenskultur innerhalb der Einheimischen wie der Zugewanderten sinkt ab und wird zerstört. Die multikulturelle Gesellschaft, die von unseren Altparteienpolitikern angestrebt wird, ist mitnichten humaner, sie ist inhumaner, und zwar für alle Beteiligten, für die Zugewanderten wie für die Einheimischen. Und diese ungeordnete Zuwanderung aus kulturfernen Gebieten, die führt zu etwas, das ich kulturelle Kernschmelze nenne. Kulturelle Kernschmelze, ja, das ist so. Anders kann man das nicht ausdrücken. Vor allen Dingen die Kernschmelze des Urvertrauens in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft. Und dieses Urvertrauen, diese Vertrauensgesellschaft, die wir Deutschen über Jahrhunderte, in Jahrhunderten aufgebaut haben, die droht durch diese unkontrollierte Masseneinwanderung tatsächlich zu zerfallen. Aber ohne dieses Urvertrauen, ohne die Existenz einer gewachsenen Vertrauensgesellschaft ist keine ökonomische Stabilität, geschweige denn ökonomische Prosperität möglich. Ohne soziales Kapital gibt es keine erfolgreiche Volkswirtschaft. Das ist so sicher und so klar wie das Amen in der Kirche und so sicher, wie morgen wahrscheinlich wieder die Sonne aufgeht. Liebe Freunde, die Altparteien, die schöpfen nicht nur in einer nie dagewesenen Art und Weise unseren Wohlstand ab, sondern sie legen zudem auch noch die Axt an die Wurzeln desselben und sie verunmöglichen mit ihrer Politik der sozialen Destabilisierung, mit ihrer Politik der Auflösung unserer jahrhundertgewachsenen Vertrauensgesellschaft eine Regeneration. Und das ist für mich tatsächlich unentschuldbar.
Bruno Bandole habe ich schon öfter mal lobend erwähnt. Er hat 2016 ein sehr gutes Buch veröffentlicht, das heißt Beuteland. Wer es noch nicht gelesen hat, sollte es lesen. Fakten gesättigt. Er hat versucht nachzurechnen, was dieser Volkswirtschaft, der deutschen Volkswirtschaft nach 1945 entzogen worden ist, wie viel Vermögensverlust wir als deutsches Volk zu verkraften hatten. Und dann hat er aufsummiert durch Plünderung, durch Beschlagnahme deutschen Auslandsvermögen, durch Zwangsexporte, durch Demontagen, durch Besatzungskosten, die wir ja dann auch tragen mussten, durch Patentraub. Übrigens dieser Wissenstransfer, das wissen die wenigsten, nach dem Zweiten Weltkrieg sind ja alle Patente, und Deutschland war ja ein hochinnovatives Land, über den großen, über 22.000 höre ich gerade, ohne die Zahl jetzt verifizieren zu können, aber das ist jetzt mal eine Ansage, über den großen Teich gewandert und haben den Amerikanern ja einen Technologievorsprung von 10 Jahren gegeben. Das weiß heute keiner mehr. Man kann das gar nicht beziffern, was da durch diesen Wissenstransfer letztlich auch an ökonomischen Schaden angerichtet worden ist. Gebietsabtrennung, ein Drittel unseres Landes wurden abgetrennt. Zwischen 45 und 45 bilanziert Bruno Bandole einen Vermögensschaden von 1 Billion Euro. Ich finde das noch relativ defensiv gerechnet, gerade wenn ich diese Abtretung von ein Drittel unseres Landes mal in Rechnung stelle. Und jetzt summieren wir doch mal die Summen auf, die wir im Bereich des Vermögensverlustes unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel zu verkraften haben. 1,7 Billionen Euro für das sogenannte Euro-Experiment. 1 Billion Euro für die sogenannte Energiewende. 900 Milliarden Euro für die Multikulturalisierung. Gesamtsumme aller Ideologieprojekte 2,8 Billionen Euro. Liebe Freunde, das ist ein ökonomischer Schaden, den sonst tatsächlich nur ein verlorener Krieg hinterlässt. Wir fragen uns, wie konnte es so weit kommen? Das hat in meinen Augen drei wesentliche Ursachen. Erstens, der gesunde Menschenverstand ist ausgeschaltet, weil in Deutschland der Souverän, und das ist immer noch das deutsche Volk, entmündigt worden ist und politisch kaltgestellt worden ist. Das Grundgesetz hat den Souverän schon strukturell sehr deutlich mediatisiert. Anders als in der Weimarer Republik hatten wir nicht die Möglichkeit von Volksentscheiden auf Bundesebene, obwohl sie durchaus im Grundgesetz als Möglichkeit erwähnt werden. Und dann fing 1959 eine ganz, ganz schlimme Entwicklung an. Damals führte nämlich die Bundesrepublik Deutschland als erstes europäische Land die staatliche Politik- und Parteienfinanzierung ein. 1959. Und dann gab es im Selbstbedienungsladen Politik kein Halten mehr. Heute leben 709 Bundestagsabgeordnete, 2000 Landtagsabgeordnete, 96 Europaabgeordnete, 230 Regierungsmitglieder und parlamentarische Staatssekretäre und mehrere tausend Mitarbeiter in Fraktionen, in Parteien, in Stiftungen von der Politik. Und allein die neue Bundesregierung hat bei Regierungsantritt 200 neue Stellen in den Bundesministerien geschaffen. Die Fraktionen, die Bundestagsfraktionen, haben ihr Staatsgeld von 1968 bis 2015 auf das 35-fache, denn die Fraktionen bestimmen im Parlament selbst, wie viel Geld sie sich gönnen, auf das 35-fache angehoben von damals 4,9 Millionen D-Mark auf 83,5 Millionen Euro. Der Rentenanspruch eines thüringischen Abgeordneten, der beläuft sich oder beträgt nach 6 Jahren Parlamentszugehörigkeit 1.300 Euro. 1.300 Euro. Diesen Rentenanspruch erwirtschaften manche Menschen nicht, die ein ganzes Leben lang hart gearbeitet haben. Und das ist ein Skandal, liebe Freunde. Wir haben übrigens im Thüringer Landtag selbstverständlich Anträge eingebracht, die die Altersversorgung des Thüringer Abgeordneten thematisieren und sie radikal reduzieren wollten. Natürlich sind diese Anträge als populistischer Akt diffamiert und abgelehnt worden. 1,2 Milliarden Euro Steuergelder fließen jedes Jahr in einen Wirtschaftszweig, in Anführungszeichen, den ich die Politikwirtschaft nenne. Unproduktiv,
aber extrem, Systemtheoretiker würden sagen, extrem selbstreferenziell, also darauf bedacht, dass alles so bleibt, wie es ist. Und in diesem Politiksystem gilt, und ich kann mich noch gut erinnern, wie Gerhard Siebold und ich, mein Büroleiter, der mich heute wieder begleitet, wie fast immer, da ist Gerhard Siebold, schön, dass du wieder dabei bist. Ich kann mich noch gut erinnern, wie Gerhard Siebold und ich den ersten Tag in den Thüringer Landtag kamen. Und Gerhard Siebold hat auch als Mitarbeiter des ersten thüringischen Innenministers gedient, Willibald Böck. Damals war die CDU noch anders aufgestellt als heute und ist ein Mann mit Politikerfahrung. Der sagte zu mir, Björn, schau dich um. Da hinten ist die Kantine mit ihren Angestellten, hier vorne sind die Pförtner, da hinten sind die Abgeordneten der Altparteien. Weißt du, was die alle vor allen Dingen wollen? Die wollen, dass es für sie persönlich so lange wie möglich so bleibt, wie es ist. Ja, liebe Freunde, und das stört das Volk und das stören Wahlen, die wirklich etwas im Land verändern könnten, ja nur, das muss man verstehen. Es ist tatsächlich ein Teufelskreis entstanden und den hat Jens Borschert wunderbar beschrieben, er hat 5 Schritte dieses Teufelskreises aufgezeigt. Erstens, es gibt, und das kann keiner bestreiten, eine politische Klasse und diese politische Klasse und meine Zahlen, die ich referiert habe, sind ja nur ein kleiner Ausschnitt, die wuchert, auch das kann keiner bestreiten. Zweitens, weil diese politische Klasse wuchert und möchte, dass es für sie so lange so bleibt, wie es ist, schottet sie sich vom Volk ab. Das ist der zweite Schritt. Der dritte Schnitt, sie beschneidet die Mitwirkungsmöglichkeiten des Volkes oder lässt das Volk entsprechend gar nicht zu Wort kommen. Die Parteien gleichen sich immer mehr an in ihrer politischen Ausrichtung. Der vierte Schritt ist, es entsteht Frustration beim Volk. Und der fünfte und letzte Schritt ist, dass die politische Kaste mit noch mehr Abschottung reagiert. Und in diesem Teufelskreis sind wir gefangen und dieser Teufelskreis dreht sich immer schneller. Liebe Freunde, wir können diesen Teufelskreis nur durchbrechen, wenn wir eine zentrale Forderung der AfD verwirklichen. Und für diese zentrale Forderung bin ich vorrangig in die Politik gegangen, weil ich den Erstarrungszustand dieses Landes nicht mehr ertragen konnte. Wir brauchen Volksentscheide auf Bundesebene, um diese erstarrte Parteiendemokratie wieder zu verlebendigen. Und bis dahin muss die AfD, ob sie damit durchdringt oder nicht, und sie wird wahrscheinlich erstmal nicht durchdringen, bis dahin muss die AfD. Wir sind schon in 14 Landtagen, wir werden Ende dieses Jahres in allen 16 Landtagen sitzen, wir sind im Bundestag. Sie muss auf allen parlamentarischen Wegen immer wieder für den Rückbau dieses gewucherten Parteienstaates antreten. Und dazu muss sie bzw. ihre Funktionäre und Amts- und Mandatsträger vor allen Dingen eins. Sie muss in Distanz zu sich selber bleiben und zum System der Parteiwirtschaft. Und das, liebe Freunde, und das, wer denn hören wollte, das war der Kern meiner Dresdner Rede, die vom politisch-medialen Establishment so skandalisiert worden ist, wahrscheinlich gerade wegen dieser Aussagen, die ich dort getätigt habe. Die Partei, und das muss uns klar machen, läuft immer Gefahr, ankommen zu wollen, weil man aus Politik und von Politik in Deutschland gut leben kann. Wir müssen einen eigenen Ethos leben, einen neuen Ethos, und das verlangt eine maximale Selbstdisziplin von unseren Parteifunktionären, von den Mandatsträgern. Wir müssen in Distanz zur Partei bleiben, wir müssen in Distanz zu einem leider im Menschen natürlich veranlagten Egoismus bleiben. Wir müssen darauf hinwirken, alles dafür tun, zu erkennen, dass die AfD, auch wenn sie eine Alternative ist und alternative Politikansätze vertritt, niemals Selbstzweck werden darf, sondern immer nur Mittel zum Zweck ist. Die Parlamente sind drastisch zu verkleinern. Auch solche Anträge haben wir in den Thüringer Landtag eingebracht. Wir haben im Augenblick 91 Abgeordnete. In meinen Augen, in unseren Augen reicht die Zahl von 63 Abgeordneten. Und Landtage, liebe Freunde, können grundsätzlich auch als Feierabendparlamente organisiert werden.
Ich möchte nicht über zu wenig Arbeit klagen, aber ich analysiere sehr scharf, welche Arbeit sich von den Altparteien vielleicht nur gemacht wird, damit man eine Daseinsberechtigung nachweisen kann und welche wirklich gemacht werden müsste. Und dann kann ich euch versichern, die Landtage in Deutschland könnten Feierabendparlamente sein. Und das muss eine Forderung der AfD sein. Klar. Und ein weiterer skandalöser Zustand ist, dass jedes Jahr Hunderte von Millionen Steuergelder in Stiftungen, in politische Stiftungen fließen, für die es keine Gesetzesgrundlage gibt. Das sind nur Haushaltstitel, die im Bundeshaushalt versteckt sind. Es gibt keine einschlägige Gesetzesgrundlage für die Staatsfinanzierung der parteinahen Stiftung. Das ist für mich ein Skandal. Und dieser Missstand muss abgestellt werden, liebe Freunde. Wir diskutieren in der AfD auch gerade über eine Stiftung. Und ich sage, ja, der politische Pragmatismus, der verlangt wahrscheinlich jetzt die Etablierung einer parteinahen Stiftung der AfD, um Waffengleichheit zu erlangen. Aber, liebe Freunde, wenn wir in Regierungsverantwortung stehen, und das sollten wir, und solange ich etwas zu sagen habe, dieser Partei, werden wir das auch nur als Seniorpartner tun. Dann werden wir uns als Partei bewähren müssen und dann werden wir zeigen müssen, dass wir uns treu geblieben sind. Und dann muss das steuerfinanzierte politische Stiftungsunwesen in der Bundesrepublik Deutschland beendet werden, und zwar rigoros. Daran messe ich uns und daran müssen wir unsere Funktionäre messen. Und das sind wir nicht nur uns und einem neuen Ethos in dieser Partei schuldig, sondern das sind wir vor allen Dingen dem blutenden Steuerzahler draußen schuldig. Der zweite Grund für die schlechte Politik in den letzten Jahrzehnten, das war jetzt wirklich euphemistisch ausgedrückt, der gewucherte Parteienstaat hat zu einer Negativauslese beim Personal geführt. Heute gelangt nicht mehr der Fachmann in höchste Staatsämter, sondern der Taktierer und Strippenzieher. Und auch da können wir als AfD schon jetzt gegengehen. Und da müssen wir auch jetzt mit Argusaugen drauf gucken, als Parteimitglieder, dass wir bei denen, die wir in die Parlamente schicken und die wir dann später vielleicht sogar irgendwann mal zu Ministern machen können, dass wir wirklich die Bestenauslese praktizieren. Nämlich nur die Bestenauslese, ein wichtiges preußisches Prinzip, bringt diesen Staat voran. Ein Ministeramt darf kein Versorgungsposten sein. Und eine AfD-geführte Regierung, egal ob es eine Landesregierung oder eine Bundesregierung ist, darf keine Parteibuchregierung sein. Und das verspreche ich euch, falls ich mal in die Gelegenheit kommen sollte, vielleicht in Thüringen eine Regierung zu bilden, dann werde ich eine knallharte Bestenauslese betreiben. Es wird keine Versorgungskosten geben. Und ich würde mich auch nicht scheuen, Fachleute ohne AfD-Parteibuch in Ministerämter zu bringen. Und der dritte und letzte Grund für die schlechte Politik der letzten Jahrzehnte, die interessenlose Politik der letzten Jahrzehnte, ja, die absurd gegen das eigene Land und Volk gerichtete Politik der Altparteien in den letzten Jahrzehnten, der letzte Grund ist, dass die Kartellparteien und ihr Personal seit der Lizenzierung nach dem Zweiten Weltkrieg in das Herrschaftssystem der USA eingebunden sind. Die bekannte Hintergrundarbeit der Thinktanks und die obligatorischen USA-Aufenthalte der Funktionäre der Bundesrepublik Deutschland in den USA, die führen dazu, dass unsere führenden Parteikartellpolitiker ein Teil einer geschlossenen politischen transatlantischen Elite geworden sind. Und ich werde oft gefragt, Herr Höcke, wie erklären Sie sich das Verhalten von Angela Merkel? Das ist doch irrational. Wie kann man denn so eine Politik gegen das eigene Land machen?
Natürlich gibt es da verschiedene Erklärungsansätze, die ich jetzt nicht alle referieren kann, aber ich glaube tatsächlich, dass Merkel und ihre Entourage vom One-World-Ansatz überzeugt sind. Sie gehen tatsächlich davon aus, dass die Nationen überwunden werden müssten und ganz besonders die deutsche Nation überwunden werden müsste, weil sie durch die Geschichte angeblich widerlegt worden sei. Liebe Freunde, wir als AfD, wir vertreten dieses Konzept nicht. Im Gegenteil. Im Gegenteil. Die Nation ist in dieser welthistorischen Phase, in der die Verwerfung einer falsch angelegten Globalisierung für immer mehr Menschen zu schlimmen Auswirkungen in ihrem Alltag führt, ein wichtiger Hort von Stabilität, von Solidarität, von Identität und vor allen Dingen von Demokratie. Demokratie ist ohne Nation im derzeitigen Stadium der weltpolitischen Entwicklung nicht denkbar, liebe Freunde. Die Nation ist noch lange kein Auslaufmodell. Sie ist in meinen Augen im Gegenteil eher ein Zukunftsmodell. Und die deutsche Nation, liebe Freunde, die ist schon gar kein Auslaufmodell. Das sei am Ende betont. Und darauf will ich am Ende noch mal hinweisen. Das deutsche Volk, liebe Freunde, hat der Menschheit zeitlose Kulturleistungen hinterlassen. Deutsche Musik, deutsche Philosophie, deutscher Erfindergeist hat die Welt schöner, tiefer und besser gemacht. Bravo. Unsere Vorfahren, liebe Freunde, unsere Vorfahren haben Jahrhunderte um die Freiheit gerungen. Nicht wenige haben diesen Freiheitskampf mit ihrem Leben bezahlt. Auf die Leistung unserer Vorfahren können wir nicht nur, sondern müssen wir stolz sein. Und wir müssen uns unserer Nachkommenschaft würdig erweisen, indem wir um dieses Land kämpfen. Wir dürfen dieses Land nicht aus der Hand geben. Diese Welt, liebe Freunde, wird durch das Verschwinden des deutschen Volkes, wird durch das Verschwinden Deutschlands mit Sicherheit nicht besser werden. Nein, es ist zu vermuten, dass wenn das deutsche Volk und der deutsche Staat verschwinden, diese Welt wahrscheinlich schlechter werden wird. Das heißt, in dieser Lage, jeder Einzelne von uns muss die Sorge und die Angst vor Stigmatisierung, Ausgrenzung und Anfeindung überwinden. Das fordere ich von euch. Und denken wir immer daran. Denken wir immer daran, liebe Freunde, das politisch-mediale Establishment hat kein Recht auf die Einhaltung des von ihm definierten Meinungskorridors. Es hat kein Recht darauf. Aber wir haben das Recht auf Meinungsfreiheit, liebe Freunde. Beenden wir die Diktatur der politischen Korrektheit und begründen wir eine neue Herrschaft des gesunden Menschenverstandes. Streiten wir um die Zukunft dieses Landes. Streiten wir um unsere Zukunft. Streiten wir um die Zukunft unserer Kinder. Und zwar nicht irgendeiner Zukunft, liebe Freunde, sondern einer selbstbestimmten Zukunft und selbstverständlich einer deutschen Zukunft in der Mitte Europas. Ich danke euch.
Liebe Freunde, ich danke euch. Ich danke euch für eure Zustimmung. Vielen, vielen Dank. Und ich habe in meiner Rede von einem neuen deutschen Wir-Gefühl geredet, das wir anstreben müssen und das wir aufbauen müssen. Und das Beste, was man tun kann, um dieses Wir-Gefühl wiederzubeleben, und ich glaube, es steckt uns ja noch allen in den Knochen, wir müssen es nur reaktivieren, das ist gemeinsam zu singen. Und was singt man nach einer Veranstaltung, nach einer so großartigen Veranstaltung mit Patrioten gemeinsam? Natürlich unser Lied der Deutschen. Und das wollen wir jetzt tun. Ich bitte die Redner und genau die Kollegen auf die Bühne. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben, brüderlich mit Herz und Hand. Einigkeit und Recht und Freiheit sind des Ein herzliches Dank an Björn Höcke für die fulminante Rede. Ein kleiner Hinweis, wir haben sie ja mitgefilmt, also in Kürze kann man die Rede also auch im Internet abrufen. Ich bitte auch, da große Werbung für zu machen, dass noch viel mehr Leute die Rede dann sehen können und auch eine noch breitere Aufmerksamkeit findet. Vielen, vielen Dank an Björn Höcke und vor allem an den Besuch, dass er zu uns gekommen ist. Es hat lange gedauert, aber endlich war er bei uns. Danke. Wir haben natürlich noch eine kleine Anerkennung, ein kleines Geschenk aus der Region. Ich möchte das eben übergeben. Vielen Dank. Ja, meine Damen und Herren, ich habe mich auch sehr gefreut, dass wir wieder mal in Aalen hier waren. Ich glaube, es wird nicht die letzte Veranstaltung in Aalen sein. Es war ein toller Abend, glaube ich, und wir können alle gestärkt nach Hause gehen. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Natürlich ist es auch nicht so ganz kostengünstig, so eine Halle zu mieten. Wir haben einige Sparschweine dann aufgestellt draußen am Ausgang. Es wäre sehr nett, wenn jeder...